Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute werden wir die ersten drei Bilder zum Inktober malen. Für all diejenigen, die nicht wissen, was es ist, das ist ein Aktionsmonat, sage ich mal so, in dem Künstler mitmachen können, in dem sie nach einer vorgefertigten Liste jeden Tag ein Bild zu einem Thema malen. Also es gibt dann Stichwörter, Schlüsselwörter, nee, wie nennt man das denn? Themenwörter? Nee. Auf jeden Fall, jeden Tag gibt es ein Wort. Zu dem Thema kann man dann etwas malen, das kann man interpretieren, wie man möchte. Es gibt Millionen Listen mittlerweile, also jeder Künstler hat irgendwie seine eigene Inktoberliste. Ich werde aber die offizielle Inktoberliste vom Inktober machen. Das ist diese Liste. Und wir machen heute die ersten drei Wörter und das ist Crystal, Suit und Fessel oder Wessel, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber das sind die ersten drei Wörter. Ich habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht und habe schon die ersten Ideen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Wort. Gleichzeitig fange ich heute ein neues Skizzenbuch an, und zwar dieses schöne Buch. Das habe ich von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen und ich habe ein bisschen Angst, da jetzt anzufangen. Aber wann ist ein besserer Zeitpunkt als jetzt? Wie gesagt, das erste Wort ist Kristall und da habe ich mir schon ein paar Gedanken zu gemacht. Und zwar möchte ich eine Hexe malen, die einen Stab in der Hand hält mit einem Kristall vorne drin, der so Magie absondert. Und dazu haben wir schon ein Foto gemacht. Das zeige ich nur ganz kurz, weil es ist ein bisschen peinlich, das. Und daran werde ich mich jetzt so ein bisschen halten, also das soll so ein bisschen meine Referenz sein. Und wir legen los. Jo, das erste Bild ist fertig. Ich bin relativ zufrieden. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Kanten so ein bisschen unsauber aussehen. Ich habe irgendwie eine zittrige Hand. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz in den Griff gekriegt. Aber das Bildmotiv gefällt mir. Es passt zum Wort Kristall. Es ist magisch, es passt zum Oktober. Gefällt mir insgesamt total gut. Ich hatte ultra Schiss, den Hintergrund so dunkel zu machen, weil das bei Alkoholmarkern ja nicht so leicht ist, das dann ohne Striemen hinzukriegen. Man sieht auch hier immer noch so ein paar Striemen, aber ich finde mit dem Blitzen und so finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass man das so ein bisschen sieht. Von der Lichtstimmung her gefällt mir das total gut. Ich finde, das strahlt total Kraft aus und das soll es ja auch. Energie und Kraft und Magie. Nicht Magie, sondern Magie. Magie. Mir gefällt das wirklich eigentlich ganz gut, ja. Wo ich noch ein bisschen unsicher war, war mit der Schattenfarbe. Ich war ziemlich schnell sicher, dass ich das Licht in Blau machen möchte, ganz helles Blau. Und hatte dann ein bisschen Schiss vor der Schattenfarbe, aber ich finde jetzt im Gesamtbild sieht das richtig gut aus. Ich würde sagen, wir labern jetzt nicht weiter groß rum, sondern wir machen direkt das zweite Bild. Das zweite Wort war Suit, wenn ich mich jetzt nicht erinnere. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, also Anzug. Und da habe ich auch schon eine Idee. Auch dazu habe ich wieder ein Bild gemacht. Doch, das war's. Das ist so ungefähr die Perspektive, die ich haben will. Und es gibt aber keinen Menschen in dem Sinne. Aber lasst euch überraschen, was ich hier vorhabe. Los geht's!
Okay, Numba. Number. Numba, 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 Tetere. Das nächste Wort heißt Vessel oder ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Auf jeden Fall heißt das übersetzt entweder Schiff oder Gefäß. Und da habe ich jetzt die Idee gehabt, das zu kombinieren. Und zwar wollte ich gerne eine Hexe malen oder eine Magierin, wie auch immer, die ein Gefäß in der Hand hält, wo ein kleines Schiff drin ist. Die Idee fand ich ganz cool und dann habe ich auch wieder ein Bild von mir gemacht als Referenz. Das ist aber das hier. Ich fand die Flasche auch so cool mit dem Korken und das möchte ich halt genauso machen. Also fangen wir an mit der Skizze. Das letzte Bild ist fertig. Ich glaube, das gefällt mir am besten. Ich mag die Farben in dem Bild total gerne. Ich finde die Gesichtsfarbe total cool mit dem Lila zusammen. Das gefällt mir total gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist der Hut. Aber ich finde die Idee total cool. Und jetzt, wie gesagt, diese Figur, das Gesicht finde ich mega. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Perspektive, also dass das Glas so davor ist. Aber ich finde jetzt, erkennt man schon, dass sie das Glas so festhält und weiß ich nicht, mir gefällt das einfach total gut. Aber ich sehe gerade, das muss noch schwarz hier. So. Hier finde ich eigentlich auch mit dem Licht, finde ich immer noch sehr cool. Mir ist jetzt so, ich finde, es sieht ein bisschen unsauber aus. Das gefällt mir nicht so. Aber ansonsten, die Idee finde ich cool und die Perspektive gefällt mir auch total gut. Das zweite ist am unspektakulärsten, würde ich sagen, aber ich mag die Idee einfach total von diesem unsichtbaren Menschen in einem Anzug. Aber ich muss sagen, das hier gefällt mir wirklich am allerbesten. Ja, und dabei bleibe ich auch. Ich hoffe, euch haben die ersten drei Bilder zum Inktober gefallen, die ich mir ausgedacht habe. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Drückt das Däumchen, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.